Das ist jetzt ein ungünstiges Bild, oder? So, also ich meine ja nur. Moin Moin. Wir haben einen Riesenhaufen Schraubzwingen gerade. Wir wollen heute die Seitenwände einkleben von der anderthalb Kabiner Wohnkabine von der Bärtrails. A nennt die sich. Kabine mit Alkoven, dafür steht das A in den Bärtrails. Ohne Radausschnitt bei diesen Varianten. Das heißt, hier unten haben wir den Radausschnitt nicht wie bei unserer Bärtrails AR. AR steht dann eben für Alkoven und das R für Radausschnitt. Und heute kleben wir die Seitenwände ein, um die wirklich sicher einzukleben, wird es so gemacht, dass die geschliffen werden, also angepattet werden, einmal die Oberfläche leicht rau gemacht wird. Dann kommt ein Primer rauf und dann werden wir den Kleber auf den Rahmen von der Kabine, auf den Innenrahmen aufbringen, machen das in zwei Lagen. Das heißt, wir ziehen zwei Nähte rein, damit jede für sich dicht ist und hinterher kommt noch eine dritte von außen als Versiegelung. Wir werden dann mit 3 mm Abstandshölzern arbeiten und das sind Schaschlikspieße, die wir zerschnitten haben. Die kommen zwischen die beiden Nähte, so dass wir also die Naht nicht über diesen Spieß legen und da dann Wasser reinkommen kann oder so. Der 3 mm Abstand ist dafür da, dass der Kleber eben nicht auf, der darf eben nicht auf Stoß geklebt werden. Das heißt, der Kleber braucht Luft, um auszuhärten und eben auch Festigkeit zu haben. Und deswegen kommen da ein Abstandshalter rein und wir nehmen da eben diese Schaschlikspieße für. Dann sieht man da drüben die Doppelkabiner-Wohnkabinen, soll heißen, sieht man schon, der Alkoven ist hier 80 cm lang, der bei dem ursprünglichen Modell ist ja 50 cm lang. Der Alkoven ist hier auch 10 cm höher und dafür ist die Kabine insgesamt 50 cm kürzer. Das heißt also, diese Bodenfläche, die wir normalerweise 2x1,90 haben, haben wir jetzt auf 1,50x1,90 und trotzdem wird man nachher hier drin schlafen können, weil wir hier noch 2 Meter haben. Dafür gibt es dann nachher eine geile Konstruktion in der Küche. Das heißt, die Küchenmöbel werden so ein bisschen umgebaut werden, so dass man hier nachher mit 2 Leuten unten schlafen kann und aber auch mit 2 Leuten hier oben. Die Kabine werden wir heute, da wird heute noch der Boden eingeklebt werden und die Seitenwände und die Front- und Heckwände, die kommen in der nächsten Woche, weil heute ist Freitag und das ist dann unsere letzte Tat. Boden einkleben, die beiden Seitenwände rein und da könnt ihr jetzt ein bisschen zugucken. Viel Spaß! Seitenwände einkleben, die Front- und Heckwände haben wir schon drin. Die Seitenwände sind noch nicht drin, die ist jetzt hier reingestellt, aber noch nicht verklebt. Olaf primert gerade den Untergrund für den Kleber und dann werden wir gleich die Seitenwände reinsetzen, werden so 10 Kartuschen ungefähr Kleber verbrauchen für beide Wände. Genau. Hier haben wir, das kann man schön sehen, das ist so gelb geprimert, das Aluminium. Aluminium ist ja ein bisschen speziell immer zu bekleben, zu verarbeiten und wir haben jetzt hier einen Primer drauf, der ein Haftvermittler ist für den Kleber. Hier sieht man schon, genau, das kann man wahrscheinlich ganz gut sehen auf der Kamera, ne? Wenn das so ein bisschen spiegelt, das ist der Primer. Wir haben es einmal angeschliffen, das wird jetzt dann geprimert, genau. Sieht schon, wie leicht diese Platten sind. Das ist richtig cool, das ist ein gutes Material. Dagegen ist die Siebdruckplatte, die wir als Boden bei dieser Kabinenvariante haben, sau schwer. Wir werden die nächste Kabine, also die da hinten steht, für den Doppelkabiner, die werden GFK-Boden kriegen, beziehungsweise eine davon kriegt einen GFK-Boden. Und dann somit ist die Kabine deutlich leichter. Wir haben uns hier für eine Akkukartuschenpresse entschieden, weil die Druckluftkartuschenpresse ist zwar auch cool, hat aber natürlich den Nachteil, dass wir den Schlauch mal mit uns rumschleppen und eventuell in den Kleberaub bekommen. Deswegen machen wir es mit Akku. Mit der Hand ist doof, da hat man immer diese Wellen drin. Und bei den Spitzen von dem Kartuschenkleber ist es so, dass wir das speziell zuschneiden. Und zwar schneiden wir es einmal, kannst du vielleicht mal hier auf dem dunklen Hintergrund, schneiden es natürlich hier ein Stück weg, damit das breiter wird. Dann haben wir machen wir uns da eine Schräge rein, also einen Keil. So. Schneiden uns hier unten noch kleine Ecken weg und dann können wir es halt so führen den so den Kleber hier auf der Kante lang, aber wir machen es ein bisschen schräg, das heißt auch diese Fläche wird nach hinten ein bisschen angeschnitten, so, und dann können wir es halt ein bisschen schräg hier drauf führen und haben da dann eine optimale Naht. Und diese Naht ist halt vorne spitz, damit, oder oben spitz, damit sie eben einen guten Kontakt hat zu dem Kleber und verpresst sich dann in der Fläche.
Und das ganze Holz, was hier rumliegt zwischen den Füßen, ist alles Holz, was wir nehmen zum Verspannen. Das heißt also, wir haben, damit wir die Schraubzwinge nicht gegen das Metall oder gegen die Sandwich-Elemente verspannen, müssen wir natürlich ein Holz unterlegen und dafür liegt das ganze Holz hier rum. Wenn wir jetzt die Seitenwände einkleben, haben wir natürlich das Problem, dass wir zwar hier oben mit Schraubzwingen arbeiten können, also wenn jetzt hier die Seitenwand drin ist, aber wir können natürlich hier keine Schraubzwinge mehr einbringen, weil natürlich hier die Wände schon drin sind, also die Front- und Heckwände. Und deswegen müssen wir dann mit Druck von innen arbeiten und dafür haben wir dann Streben, um das auseinanderzudrücken. Gleichzeitig ist es zwar ein sehr stabiles Aluminium, aber über die 3 Meter Länge verdreht sich es natürlich schnell. Da muss man halt auch aufpassen, dass es sich nicht nach außen oder innen wegkantet. Und das sind alles so ein paar Aufgaben. Und wie wir das lösen, werdet ihr ein bisschen sehen gleich im Film. Jetzt müssen wir noch ein paar Minuten warten, bis der Primer durchgezogen ist. Und dann können wir das einkleben. Das sind die ehemaligen Schaschlik-Spieße, die waren mal viel länger. Sonst sind das Mini-Schaschlik-Spieße. Und die machen wir eben zwischen die beiden Nähte, dass wir den Abstand generieren können. Ne? Dass wir, also wenn wir Schraubzwinge nachher gegenschrauben, eben nicht das auf Null ziehen, sondern wirklich den Abstand immer noch dazwischen haben. Könntet ihr auch einfach reinlegen oder unterlegen und rüberfahren mit der Naht. Das Problem ist nur, dass sich dann eine Luftblase bilden kann und dann da eventuell Wasser durchkommt. Und das wollen wir vermeiden unbedingt. Das sind halt Standard-Deckenstützen aus dem Baumarkt oder aus dem Handwerkerbereich, eben um Decken normalerweise abzustützen bei Riegebissdeckenbau oder so. Aber für sowas ist es natürlich ideal. Es ist nur aufpassen, dass wir eben jetzt hier nicht das Alu verbiegen und deswegen dürfen wir es so leicht gegenziehen. Das ist jetzt ein ungünstiges Bild, oder? So, also ich meine ja nur. Wie man jetzt hier sieht, haben wir die beiden Parallelnähte hier. Damit jede für sich dicht ist, müssen wir solche Sachen hier, wie hier, kannst du mal hinfilmen, diese Kanten verbinden, dass das wirklich wieder ein Steg wird, damit da nicht eine Luftlinie ist und dann eben Wasser im schlimmsten Fall irgendwie eindringen kann. Jetzt verbinde ich das halt hier ein bisschen, damit da kein Luftloch entsteht. Ganz wichtig. Und die Schaschlik-Spieße, die 3 mm Abstandshalter, die haben wir jetzt dazwischen. Das heißt, ich kann jetzt meine Schraubzwinge relativ stark gegenschrauben, ohne dass da der Kleber rausgepresst wird. Deswegen braucht man diesen Abstandshalter. Was man noch braucht, ist ein Haufen Schraubzwinge. Bei der allerersten Kabine haben wir die Ausschnitte für die Fenster und die Türen vorher noch nicht gemacht. Und da sind wir tatsächlich mit einer Leiter immer hier rüber, rein und raus. Und das war schon auf dem Auto aufgebaut. Also da haben wir das ein wenig anders konstruiert. Und das war echt getüdelt. Und jetzt ist echt geil mit der Tür da drin. Kommen wir ein bisschen besser rein und raus. Oh, hätte ich sagen sollen, dass es einmal kurz laut wird. Ich hoffe, du bist jetzt nicht taub. Ich kann mit Philipp reden, egal wo ich bin. Naja, soweit das Funkmikrofon reicht. Eine Feuertonne für Schlosser. So, die Seitenwände sind drin, das ist ziemlich cool. Schraubzwinge geschraubt, die Verspannungen von innen sind gespannt. Habt ihr das gesehen? Wir haben da eine coole Idee gehabt. Wir haben die Deckenstreben, die wir haben, aber wir hatten von den anderen Kabinen haben wir noch Rohre. Wir haben uns also einfach Rohre genommen, haben uns Gewindestangen genommen und spannen so die Gewindestangen gegen das Rohr mit einer Kontermutter. Das ist eine sehr effektive und günstige Lösung. Auf der einen Seite haben wir dafür Schrauben in Zeutz geschraubt, damit die Stange, die Gewinde, also das Rohr,
nicht die Stange, sondern das Rohr da drauf hängen bleibt. Und auf der anderen Seite kann man dann schön schrauben. Jetzt machen wir noch die nächste Kabine. Und zwar die Doppelkabiner-Kabine. Und zwar bauen wir jetzt die Bodenplatte ein. Die kommt da. Das ist eine Siebdruckplatte. Die wird jetzt noch mal einmal angemalt mit einer zusätzlichen Schutzschicht. Obwohl die Siebdruckplatten ja eh schon ziemlich stabil sind. Die packen wir jetzt dahin. Kommt zwei Schichten Branto drauf. Also ist ein guter Unterbodenschutz zusätzlich zu der Originalversiegelung. Und dann haben wir hier was abgefräst, damit der Kleber da besser haftet an dem Holz und nicht auf der Versiegelung. Dann wird hier der Kleber aufgetragen und dann kleben wir das in diesen Rahmen heute noch ein. Und ich laufe mit der Brille durch die Gegend. Und nachdem wir das eingeklebt haben, haben wir fast Feierabend, dann räumen wir erstmal hier nochmal auf und machen wieder klar Schiff. Und dann geht es Montag weiter mit dieser Kabine und den Elementen vorne, hinten, oben, unten, links, rechts und so weiter. Hier sieht man übrigens schon den Dachausschnitt für die Dachhaube, für die Heki 2 Dachfenster, was alle unsere Kabinen bisher kriegen. Alle Kunden wollen diese große, schöne Haube haben. Die Doppelkabiner-Kabine hatten wir schon angekündigt, werden wir jetzt in der Zukunft ein bisschen mehr darüber berichten. Die soll zu Abenteuer Allrad auf jeden Fall fertig sein, mindestens als Leerkabine mit Teilausstattung schon drin. Vielleicht wird es auch ganz fertig, mal gucken. So viel Zeit ist nicht mehr, ne? 4 Monate. Und dieser Rahmen soll ja auf den Ford Ranger mit der Doppelkabine. Wir können ja mal rausgehen, da ist nämlich schon was vorbereitet. Beziehungsweise vorbereitet ist das falsche Wort. Aber wir haben da schon mal die Ladefläche runtergenommen. Da gibt es auch Videos zu. Genau, wie man sieht, ist da keine Ladefläche mehr drauf, kein Hardtop, kein Dachzelt, nichts. Jetzt kommt hier der Zwischenrahmen rauf, den wir noch bauen. Bei dem Fahrzeug bleibt auch die Anhängerkupplung dran, weil da ja nachher der Offroad-Camping-Anhänger rankommt, den wir uns bauen. Sieht man hier auch schon, haben wir den Rahmen versiegelt. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, der ist jetzt 5 Jahre alt. Da, wo man nicht hingekommen ist, hier zum Beispiel, das werden wir nochmal versiegeln. Das kommt nochmal nachträglich ran. Hier ist ein bisschen was auch zu sehen an Rost. Also das wird alles jetzt nochmal bearbeitet. Vielleicht kriegt er auch noch den großen Tank. Und dann bauen wir da die Kabine auf. Das ist Branto 3 in 1. Das ist eine Grundierung, eine Rostschutzfarbe, auch bei Holz vielleicht nicht ganz so notwendig. Und eine Deckfarbe. Und dieses Branto ist echt super, das hält wahnsinnig gut. Und wir machen das, wie gesagt, hier nochmal zusätzlich auf die schon beschichtete Siebdruckplatte. Die ist ja schon wasserdicht verleimt und die ist auch wasserdicht. Und wir machen aber nochmal 2 Schichten dieses Branto rauf. Die Holzplatte haben wir jetzt mal nachgeschnitten, die hat nicht gepasst, die haben wir vorher nicht eingepasst. Wir haben die 5 mm zu breit und zu lang geschnitten vorher. Jetzt haben wir die nachgeschnitten, jetzt wird die geprimert, dann geben wir die ein. Philipp muss jetzt los zum nächsten Dreh. Ich bedanke mich fürs Zugucken und lasst ein Like da und bis zum nächsten Video.